Hi, hier ist Toni von Gamerfluss. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zum nächsten Unboxing. Wir reden heute mal wieder über Zeck. Und zwar über das Oster-Special. Ihr seht es schon, ich habe die größere Variante bestellt. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal nur die Box zu bestellen mit den Ködern und Terminal Tackle wahrscheinlich, was auch immer noch alles da drin sein wird. Oder aber mit dem Rucksack zusammen. Die Box alleine würde 49,95 kosten und das Ganze gepackt oder zusammengepackt im Set mit diesem Rucksack. Und zwar ist das der, wie heißt denn das? Stück hier. Backpack WP 30.000 kostet nur 20 Euro mehr. Und ich glaube, allein der Rucksack kostet 60, 70 Euro. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Könnt ihr gerne mal im Zeck-Shop nachschauen, wenn ihr denn möchtet. Und ich dachte mir, Mensch, so ein Rucksack ist eh ganz cool. So einen in der Art wollte ich eh schon immer mal haben, weil man die wunderbar gut verwenden kann. Nämlich nicht nur zum Angeln, sondern auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man in der Stadt unterwegs ist, irgendwie ein paar Sachen erledigen, was einkaufen möchte, im Urlaub, am Strand, wo auch immer. Und für den Strand werde ich ihn auch benutzen, und zwar in unserem nächsten Urlaub. Der wird da einfach mitgenommen und hier passt, glaube ich, eine ganze Menge rein. Und ja, insgesamt muss ich sagen, gefällt er mir extrem gut. Ich habe schon mal so ein bisschen reingeschaut in den Rucksack und der Rucksack ist extrem gut verarbeitet. Er ist innen drin komplett beschichtet, das heißt, er dürfte wasserdicht sein. Hat hier vorne nochmal ein kleines Fach. Hier an der Seite hat er, sieht man das Ganze jetzt hier, kann man mindestens eine große Getränkeflasche reinpacken, vielleicht sogar zwei oder drei, vier kleine. Je nachdem, was man sich so zu Gemüte führen möchte am Wasser, wenn man da den einen oder anderen Drink benutzen möchte. So, verschlossen wird das Ganze einfach relativ simpel. Ach, jetzt muss ich aufstehen. Relativ simpel, da ist auch die Box. Einfach zusammengerollt, zusammengeklippt, festgezogen und dann war's das. So, packen wir mal die Box raus. Gucken uns noch ein kleines bisschen den Rucksack an. Sehr gut gefällt mir hier auf jeden Fall, dass hinten am Rücken ist es gepolstert und das Ganze ist natürlich extrem gut, wenn es extrem warm draußen ist, denn dann habt ihr nicht den ganzen Rucksack auf dem Rücken kleben und schwitzt darunter wie bescheuert, sondern habt ihr nur so drei relativ kleine Punkte, wo ihr Kontakt mit dem Rücken habt und dem Rucksack. Und ja, die Gurte sind auch so ein bisschen mit so einem Mesh überzogen hier. Das heißt, auch da dürfte es auf jeden Fall relativ angenehm sein zum Tragen. So. Haben wir den Rucksack jetzt abgearbeitet und jetzt kümmern wir uns um den Kollegen hier. Das ist die Box. Sie ist sehr groß und sie scheint sehr voll zu sein. Ich weiß jetzt leider nicht, wo oben oder unten ist. Das soll jetzt aber erstmal nicht so schlimm sein. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt genau darum, nämlich um diesen Inhalt dieses wunderschönen Kartons hier. So, ich erwarte jetzt hier so ein bisschen, ja, durchmischtes Programm, was das Zeck-Raubfisch-Portfolio so angeht. Also Hecht, Barsch, Zander dürfte hier höchstwahrscheinlich alles in dem Karton drin stecken. Und dann würde ich mal sagen, einmal Papier raus und dann gucken wir uns mal an, was hier so drin auf uns wartet. Hier ist auf jeden Fall ein Flyer. Inhalt soll einen Wert von 103,35 Euro haben. So, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Oh, das sind zwei Seiten sogar. Krass. Also der ist wirklich sehr voll. Was mich mal interessieren würde, wenn ihr auch dieses Osterpaket habt, habt ihr andere Farben drin gehabt? Ihr könnt es mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder aber ihr schaut bei Lemmy von Fischverliebt vorbei. Der wird das Paket nämlich auch unboxen und vielleicht hat der andere Farben drin oder ihr. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und dann würde ich sagen, starten wir mal rein in diese, ja, Oster-Special-Box. Fangen wir gleich mal an mit dem Größten, der mich hier anlacht. Und zwar haben wir hier den Butcher in 25 cm. Die Farbe ist Sunrise und das Ganze hat ein Gewicht von 95 Gramm. Habe ich das gerade richtig gesagt? 97 Gramm. 97 Gramm hat das gute Stück. Also wirklich Big Bait. Und ja, Butcher dürfte auf jeden Fall ein extrem fängiger Hechtköder sein, würde ich jetzt mal sagen. Und von der Größe her sieht das auf jeden Fall, ja, sehr gut aus. Für die Hechtangler unter euch sicherlich ein sehr schöner, fängiger Köder. Dann machen wir weiter mit einem einzelnen Gummifisch, der keine Verpackung hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf den Zettel hier lunzen. Wie heißt denn das gute Stück? Das ist der Jack in 17,5 cm. Farbe steht hier nicht drauf. Da steht in Klammern variiert. Ah ja, also damit hat sich meine Frage vom Eingang so ein bisschen erledigt. Hier können also andere Farben unter anderem drin sein. Ja, auch ein sehr schöner Hechthappen, würde ich sagen. Und war vielleicht auch sogar auf maximal große Zander sehr erfolgreich, das gute Stück. Er ist recht kompakt. Er hat auch eine sehr feste Gummimischung. Dürfte aber auf jeden Fall sehr gut laufen, würde ich mal sagen. Wenn ihr die schon mal gefischt habt, lasst es mich gerne wissen, wie laufen die. Und
Habt ihr damit schon Erfolg gehabt? Ich bin an sowas immer sehr interessiert. So, dann haben wir auch ein bisschen was zu naschen hier drin von Haribo. Happy Easter. Sehr schön. Nervennahrung für mich. Und wir machen weiter mit ein paar Jig-Köpfen von Zweck, und zwar die Round, Jighead Round in der Größe 1,0 mit 14 Gramm. Für meine Anglerverhältnisse, für meine Gewässer auf jeden Fall schon mal fast zu viel. Es sei denn, ich fische mal so ein bisschen überbleit, aber ich denke, viele, die vielleicht an einem Fluss angeln und so weiter, die oder an einem Bach, na Bach nicht, kleineren Fluss, sagen wir mal, dürften mit 14 Gramm auf jeden Fall sehr gut zurechtkommen. Ja, finde ich ganz gut. Dann schauen wir mal, ob da noch ein bisschen mehr vom Terminal-Pickel drin ist. Ja, tatsächlich. Ich hole das jetzt auch mal alles raus, hoffe ich jedenfalls. Okay. Das dürfte es erstmal ein Terminal-Pickel gewesen sein. Dann haben wir ein paar Dart-Jigheads. In der Größe 2 mit 3,5 Gramm. 4 Stück sind hier drin. Die finde ich sehr cool. Ich hole mal gleich einen raus. Gerade wenn man so ein bisschen im Freiwasser damit angelt und ja, die dann gar nicht richtig absinken lässt bis zum Boden und immer schön anjiggt, also ein bisschen anjerken, dann brechen diese Jigköpfe mit dem Köder sehr geil aus, wie ich finde. Gibt es ein paar coole Videos auf YouTube. Könnt ihr ja mal schauen, ob ihr da was findet. Und das finde ich auf jeden Fall extrem interessant. Natürlich für eine Steinpackung absolut tödlich mit dieser Spitze hier vorne. Das schreit nach Festhaken und Verklemmen. Aber im Freiwasser auf jeden Fall eine absolute Macht, wenn man da die Barsche wahnsinnig machen möchte. Weil gerade auf solche unvorhersehbaren Bewegungen und Aktionen stehen die total und rasten völlig aus. Und das kann im Sommer auf jeden Fall richtig Spaß bringen. Und das Ganze haben wir nochmal eine Nummer größer, in der Größe 1,0 mit 7 Gramm. In dem Fall dann 3 Stück drin. Also gleiches Prinzip, nur ein bisschen größer. Dann haben wir die Bullet Screw in Jigheads. 20 Gramm, 3 Stück sind drin. Die sind höchstwahrscheinlich für die beiden Kollegen hier geeignet gemacht oder gedacht. Einmal für den Jack hieß er, glaube ich, und für den Butcher. Finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. So, und da dreht er einfach vorne diesen Jigkopf rein, vorne am Kopf. Und dann befestigt ihr halt noch den einen oder anderen Haken, also ein bis zwei Stück, könnt ihr dann nochmal irgendwie daran festmachen. Entweder mit einem Stück Stahl und Klemmen oder was auch immer. Da sind die Möglichkeiten recht groß. Und dann habt ihr hier ein perfektes System für die größeren und etwas bauchigeren Köder. Ja, denn hier einen Jigkopf rein, Jigkopf reinzustechen und den dann auch so austreten zu lassen, dass es wirklich sehr gut passt, dass der Hakenbogen groß genug ist. Ich glaube, das macht keinen Spaß. Und daher finde ich es ganz cool, dass die Bullet Screw ins hier mit dabei sind. 20 Gramm. Macht dann natürlich in Kombination mit dem Butcher hier mit 97 Gramm eine ganz schön ordentliche Klamotte. Aber die Leute, die auf Hechte angeln und gerne auf Hechte angeln, die werden das passende Tackle und das passende Gerät dafür zu Hause haben. So, jetzt geht's weiter mit ein paar soften Ködern und anschließend zum Abschluss machen wir dann die Hardbaits. Das hier ist wahrscheinlich ein kleines Dankeschön, genau, ein kleines Dankeschön für dich. Das sieht aus wie der, was das willst? Nee, der Dude. Farbe, keine Ahnung, blende ich euch mit unten ein. Vielen lieben Dank für deine Bestellung bei uns im Online-Shop. Nur durch Leute wie dich können wir die Marke Zweck weiter vorantreiben. Viel Spaß mit unserem kleinen Dankeschön, Allzeit Petri Heil. Jawohl, Dankeschön. Der ist auf jeden Fall eine richtig coole Größe für Barsche. So, dann haben wir den Wilson in einem Farbmix-Paket. Und das finde ich ja immer ziemlich cool. 7,6 cm, 3 Inch, 10 Stück sind drin. Da seht ihr das einmal. Da haben wir wirklich von natürlich bis schockig und UV-aktiv alles mit dabei, was man braucht. Finde ich sehr, sehr cool. Hat auf jeden Fall was. Zu. Und dann haben wir nochmal den Wilson in 102 mm oder 4 Inch in der Farbe Motoröl. 7 Stück sind in der Packung. Ein schöner, ja, Finesse-Jig-Köder am Dropshot, am Carolina Texas Rig. Vielleicht aber auch an dem einen oder anderen Chatterbait. Müsste man mal ausprobieren. Aber ich denke, hier kann man auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß mit haben. Und die Farbe ist sowieso eine Macht. Also fast jedes Gewässer, was irgendwie Connection zum Rhein oder zur Elbe und so weiter hat,
haben mittlerweile Grundmilbesatz und daher ist die Farbe Motoröl auf jeden Fall immer eine Bank. Ist das Ding UV-aktiv? Steht das hier nicht immer irgendwo drauf? Dum, 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 dum. Wenn, dann sehe ich es jetzt gerade nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Motoröl auf jeden Fall UV-aktiv sein dürfte. So, dann kommen wir zu den Hardbaits. Das ist ja immer so mein Steckenpferd. Ich liebe Hardbaits, wie es ist. Und dafür haben wir ganze 4 Stück in der Verpackung und nochmal ein Chatterbait von Zeck in der Farbe Chartreuse Party, Größe 1,0 mit 5 Gramm. Sehr geil. Die mag ich total gerne. Ist ein wirklich sehr geiler Barschköder und hier kann man eine ganze Menge Spaß mit haben. Hatte ich den in der Farbe schon drin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiler Chatterbait, muss ich sagen. Nach den Tiny Kaishins von Neuke ist der gar nicht mehr so weit weg von meiner besten Liste, würde ich jetzt sagen. So, dann geht's hier weiter mit einem Murdoch 125 in der Farbe Blue Eyes. Nicht UV-aktiv, Lauftiefe 70 mm und Gewicht 19,5 Gramm bei 12,5 cm. Schöne Farbe. Also gerade diese ganzen Glitzerpartikel, die hier mit aufgebracht sind, die dürften auf jeden Fall bei den richtigen Lichtverhältnissen eine ganze Menge, ja, Aktionen unter Wasser machen, also sprich auffällig sein und rumfunkeln, und könnte mir vorstellen, dass den einen oder anderen Barsch, Großbarsch und auch, ja, Hecht definitiv aus der Reserve locken dürfte damit. So, dann haben wir den Johnny Walker in der Farbe Grey Fire, UV-aktiv und 9,5 Gramm bei 7,5 cm. Ein schöner Topwater-Köder, läuft schön walk the dog, also zickzack übers Wasser, wenn man es denn beherrscht. Und das ist auf jeden Fall im Sommer ein absoluter Fanggarant. Wenn Barsche und Rapfen gerade rauben, dann werden solche Köder hemmungslos attackiert. Da gibt es auch richtig viele, richtig gute Videos auf YouTube. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. So, dann haben wir was Größeres, und zwar den Dundee 128 in der Farbe Perch. Lauftiefe 1 Meter, 38 Gramm. Ah, den hole ich euch jetzt aber auch gleich nochmal raus. Denn den hatte ich noch nicht in meinen Fingern. Und das ist auf jeden Fall ein schöner Köder zum Hechtangeln. Aber ich glaube auch, er ist silent, sehr gut. Sehr gut geeignet. Nachts an der Steinpackung auf sehr große Zander könnte ich mir vorstellen, dass die da drauf gehen und da auf jeden Fall kurz einen Prozess mitmachen werden. Coole Farbe, sehr schönes Dekor. Non-UV-aktiv stand, glaube ich, drauf. Ja, genau, keine UV-Aktivität, also auch nicht die Flossen, die hier wahrscheinlich angedeutet sind, dürften nicht UV-aktiv sein. Und immer schönes kleines Detail bei Zeck, finde ich, im Auge ist das Logo mit eingearbeitet. Finde ich ganz cool, muss ich sagen. Genau, Lauftiefe 1 Meter steht auch mit drauf. Es ist ein Floater. Und mit 38 Gramm auf jeden Fall von den allermeisten Routen und von den allermeisten Leuten sicherlich gut nutzbar. So, jetzt haben wir noch einen Köder übrig. Und auf den freue ich mich tatsächlich schon ein bisschen, denn den mag ich sehr gerne. Den Dandee 45 in der Farbe IU, Lauftiefe 1,80 Meter und hat 6,1 Gramm Gewicht. Da ist er einmal, auch den hole ich gleich raus. Ah, ist das ein Floater oder? Das sehen wir gleich. Dum, 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 dum. So. Ja, es ist ein Floater, also sehr cool. Und auch wieder silent, glaube ich. Genau, die Dandees sind, also ich glaube, alle Zeck Hardbaits sind silent, außer die Topwater-Köder, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Verbessert mich bitte, wenn ich mich da jetzt gerade so ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Aber das ist ein sehr geiler Crankbait. Ich finde den richtig gut. Der läuft richtig gut. Er macht einen richtig guten Job. Und ja, bin froh, dass ich wieder einen davon im Tackle-Sortiment habe. Denn ich hatte mal 2, 3 Stück. Die sind mittlerweile alle irgendwo in Bäumen unter Wasser abgerissen. Ein Drama. Ihr kennt das sicherlich. Oder? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Genau. So, finde ich sehr cool. Sehr, sehr geiler Crankbait. Gerade die Größe ist perfekt, um halt wirklich fast alles zu angeln. Zander, Hechte, Barsche,
Forellen dürften da auch drauf gehen, Rapfen, Döbel, also bei 45 mm bzw. 4,5 cm macht man hier sicherlich nicht allzu viel verkehrt. Finde ich sehr geil, freue ich mich sehr drüber. So, und ich glaube, ja, damit sind wir durch. Da muss ich sagen, insgesamt gefällt mir die Box eigentlich recht gut, eigentlich, aber statt zwei Packungen Wilson hätte man vielleicht nochmal eine Packung Dudes nehmen können. Wäre ich jetzt, glaube ich, ein bisschen glücklicher gewesen, einfach um das Ganze so ein bisschen breiter zu streuen. Aber das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau. Ansonsten kann sich die Box wirklich sehen lassen. Die kostet ja, wie gesagt, wenn man sie alleine kauft, ohne den Rucksack 49,95. Und ich muss echt sagen, dafür haben wir eine ganze Menge tolles Zeug hier drin. Wir haben vier Hardbaits, also einmal Topwater-Köder, Johnny Walker, den Danny Crankbait, wir haben den Murdoch, den Dundee und noch den Chatterbait. Müssen wir eben gucken. Der Danny kostet UVP 12,95. Der Chatterbait 6,95. Dann kostet der Johnny Walker auch 12,95, 14,95 für den Murdoch und der Dundee liegt bei 15,95 sogar. Das heißt, wir haben hier echt eine ganze Menge Plus gemacht, sage ich jetzt mal. Wirklich eine gute Ersparnis. Alleine mit den Hardbaits. Also mit den Hardbaits alleine kommt man ja schon in die Richtung, was die Box alleine kosten würde. Und da kommen jetzt aber noch die anderen Sachen mit dazu, die in der Packung waren. Und zwar der Butcher, 8,95 €. Dann der Jack, 3,95 €. Die Screw Jig Heads kosten 5,95 €. Dann haben wir die Wilson 10er Packung 10,2 cm mit 5,95 €. Dann haben wir noch die Mixpackung von den Wilsons in 3 Inch auch mit 5,95 €. Die Darting Jigheads 2,95 € und 2,95 €, die beiden Größen, und die Jighead Round 2,95 €. Also insgesamt ist das schon echt ordentlich, was hier auf einen wartet. Man hat hier wirklich alles drin, fast alles drin, aus dem Zecksortiment, was Raubfisch angeht, bis halt auf die Dudes und so weiter. Muss ich sagen, gut gemacht, schönes Paket, ein richtig gutes Osterpaket und auch gerade hier zum Saisonstart, da wo der Hecht ab 1.4. wieder auf ist, da dürfte das hier auf jeden Fall massiv für Bambule sorgen, gehe ich mal fest von aus. Ja, also insgesamt bin ich zufrieden, muss ich sagen. Und für 20 Euro mehr dann, wie gesagt, mit diesem Rucksack, finde ich echt gut. Den, sowas mag ich. Ich wollte mir sowas schon immer kaufen, wie gesagt. Und daher, jetzt habe ich einen. Und ja, muss ich sagen, großes Chapeau ins Saarland. Sehr schönes Paket. Sehr cooler Preisvorteil. Und ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, das ist noch zu kaufen. Deswegen mache ich das Video jetzt schon. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Link zu den Ü-Boxen, da könnt ihr euch dann halt alle möglichen Überraschungsboxen, Zielfischboxen anschauen und halt auch noch die beiden, also entweder Osterpaket ohne Rucksack oder mit Rucksack, je nach Verfügbarkeit. Schaut mal nach. Unbezahlte Werbung in dem Fall. Also ich kriege nichts dafür. Ich habe die Box auch ganz normal selber gekauft für 69,95 € und ja, würde sagen, cool. Hat mir Spaß gemacht, das Ganze auszupacken. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video und bis dahin macht's gut. Euer Toni.